Deutsch ist die einzige Sprache, in der das SZ existiert. Dafür hat es aber umso mehr Namen. Scharfes S, Doppel-S, aber auch Buckel-S, Rucksack-S, Dreierles oder Ringel-S schwirren durch deutsche Klassenräume. Der Ursprung unseres exklusiven Buchstabens liegt im 7. und 8. Jahrhundert, als zwei neue Laute entstanden. Das S und das Z, die zunächst beide als ZZ geschrieben wurden. Um sie schriftlich besser auseinanderhalten zu können, wurden daraus SZ und TZ. Und dann kam im 15. Jahrhundert der Buchdruck. SZ war häufig und kam deshalb auf eine gemeinsame Druckplatte. Damals sah allerdings die Schrift noch anders aus. Das S wie ein Krückstock und das Z wie eine runtergerutschte 3. Zusammengezogen genau das, was heute das SZ ist. Übrigens, als Großbuchstaben gibt es das SZ erst seit einem Monat, nach über 200 Jahren Diskussion.